Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich etwas Neues für euch zu Spider-Man Far From Home, der sich ja gerade in den Dreharbeiten befindet. Und heute haben wir wieder ein neues Kostüm revealed bekommen. Also ein neues Kostüm neben dem letzten revealten Kostüm, was sozusagen das Spider-Man Shield bzw. Noir Kostüm wäre. Und dieses schauen wir uns heute einfach ein bisschen genauer an und was es vielleicht mit dem auf sich hätte. Vergesst aber auch nicht, den Kanal ein Abo dazulassen, damit ihr keiner meiner Videos rund um Marvel als auch Spider-Man mehr verpasst. Also Freunde, die Dreharbeiten von Spider-Man Far From Home nähern sich wirklich sehr stark dem Ende. Wir hatten ja schon die verschiedenen Shoots gehabt in verschiedenen Ländern wie London und jetzt sind wir eben an der letzten Station gelandet, wo die letzten Dreharbeiten stattfinden werden und das wäre einfach New York, wo Spider-Man natürlich hingehört und ich glaube, dass wir auch die Bestätigung jetzt haben, dass es in New York auch Szenen geben wird, indem er wirklich in dem Suit drin ist, wird sehr viele beruhigen, denn Spider-Man gehört einfach zu New York und man kann ihn sich ohne New York einfach nicht vorstellen, wie er einfach durch die Lüfte schwimmt. Also Spider-Man muss immer in New York bleiben und das haben wir jetzt auch so. Neben der Info natürlich, dass er jetzt in New York wieder zurück ist und die Dreharbeiten sich dem Ende nähern, haben wir jetzt aber auch sehr offensichtlich und sehr, sehr gut den neuen Anzug von ihm gezeigt bekommen und zwar in einer kleinen Szene, in der er in einer kleinen Menschenmenge steht und sozusagen einfach Mary Jane rettet. Und der Anzug fällt wirklich direkt auf, denn er unterscheidet sich wirklich sehr, sehr stark von unserem traditionellen Anzug mit dem Blau-Rot-Schema. Hier wieder nämlich nur noch in Schwarz als auch in einem sehr, sehr stark penetranten Rot angezeigt. Das Muster ähnelt natürlich immer noch sehr stark dem Tony Stark Anzug, also sozusagen Spider-Mans richtiger erster Anzug. Doch das Ganze vermittelt wirklich einen sehr, sehr starken neuen Look. Das Spider-Symbol wurde hier natürlich auch geändert. Es ist nicht schwarz oder rot, so wie wir es kennen, sondern es ist jetzt wirklich hier komplett weiß gehalten. Also auf der Brust ist es eine kleine Mischung zwischen schwarz und weiß mit einer weißen Kontur, so wie es aussieht. Ich denke mal, das wird auch so aussehen, denn das sind wirklich sehr hochauflösende Bilder. Und dann hätten wir noch ein Bild, in dem man den Rücken sehen kann von Spider-Mans neuem Kostüm und da ist das Symbol einfach komplett weiß. Was für einen Grund dieses neue Kostüm hat, das wissen wir nicht. Ich gehe einfach mal sehr stark einfach wieder davon aus, dass das ein Kostüm ist, das spezifisch angepasst ist auf einen neuen Gegner, auf den man in diesem Film treffen wird, denn wir wissen ja, es wird viele neue Antagonisten in diesem Film geben und das wird schon mal sehr spannend sein, wie das Ganze dann am Ende ausfallen wird. Zu dem Punkt erstmal, wie der ganze Suit überhaupt aussieht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich ein Fan von diesem Look bin. Für mich wirkt das einfach noch nicht so gut. Vielleicht sieht es ja später in der Post-Production besser aus, indem man einfach noch ein paar Korrekturen vornimmt, sei es jetzt mit CGI oder was für anderen Techniken man hier jetzt auch anwenden möchte. Aber den Suit jetzt so zu sehen, wie er jetzt im echten Leben aussieht, von dem bin ich jetzt wirklich nicht ein allzu großer Fan. Aber das muss ja noch nichts heißen. Des Weiteren erinnert mich dieser Anzug auch wirklich sehr, sehr stark, vor allem was eben die Farbgebung angeht, an den Superior Spider-Man. Den könnt ihr hier sehen. Ich denke, ich hätte mal einfach sehr stark an Inspiration von den Comics genommen, denn bei diesem Shield-Anzug, der sieht ja auch sehr, sehr stark wie der Noir-Anzug aus und dieser soll wohl dann eine Anlehnung an den Superior Spider-Man-Anzug sein. Größtenteils gibt es nicht mehr wirklich zu dem Anzug zu sagen, außer eben die Szenerie und wann das im Film spielen könnte. Wir sehen ja hier so eine klassische Szene, wie er mit Mary Jane abhaut oder sie von irgendetwas anscheinend rettet. Ich denke einfach, das ist wirklich eine Szene, die ganz, ganz am Ende des Films auftreten wird und sozusagen die ganze Handlung abschließen wird und das dann eben so zum Ende von Spider-Man Far From Home überlaufen wird. Es könnte theoretisch aber auch eine kleine Szene sein, wie die beiden sich einfach sozusagen treffen, da Mary Jane ja nach dem Aufenthalt in den verschiedenen Ländern, die wir ja in dieser Klassenfahrt besuchen werden, einfach herausfindet, wer Tom Holland, also Peter Parker, in Wahrheit ist und so trifft er sie einfach in seinem Spider-Man-Kostüm. Aber ja, Leute, das wär's von diesem kleinen Video, von dem neuen Outfit und dieser kleinen Szenerie, die jetzt in Spider-Man Far From Home geleakt wurde. Ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Findet ihr das neue Kostüm cool? Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich denke, den meisten wird es sehr gefallen. Und ja, wenn euch das ganze Video natürlich auch gefallen hat, vergesst auf gar keinen Fall, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, als auch den Kanal zu abonnieren, damit ihr gar keiner meiner Videos mehr verpasst. Das wäre es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde da mal sagen,